So, herzlich willkommen zurück zu City Skylines, Part Nummer 8. Wir spielen weiter. Heute ist unser Ziel, möglichst an die 32.000 Einwohner zu kommen, um den nächsten Meilenstein zu erringen. Und mit dem nächsten Meilenstein können wir dann unser Gebiet erweitern. Das ist unser nächstes Ziel. Und das versuchen wir einmal. Gewerbe ist gefragt und Industrie ganz stark. Ich habe überlegt, dass wir uns hier oben weiter ausbauen. Dazu machen wir diese Straße ein bisschen weiter. Die hier machen wir ein bisschen größer. Hier gleich wieder zubauen. Das machen wir zu mehr Industrie, mehr Bauernhöfe. Brauchen wir die Stromkasse hier in der Mitte noch? Ich denke nicht. Also weg damit. Zack. Zack. Zack und zack. Allgemein kann die hier weg. So. Dann können wir hier auch noch ein bisschen zubauen. Und die Straße hier erweitern wir komplett nach hinten durch. Einen schönen Bogen und wo schließen wir an? Ich würde sagen, die hier vorbei. Wir fahren hier mal rüber von an der Straße. Glaube, wir hatten nur die einfache mit einer kleinen Brücke gleich wieder runter. Zack, und hier machen wir dann nochmal einen schönen kleinen Kreisverkehr hin. Und an dieser Straße wollen wir mit der Straße anbinden, mit einem schönen großen Bogen. Die hier hatten wir, ne, diese hier. Hier aber von unten ran. So. Als Querverbindung. Genau, dann machen wir hier noch einen schöneren großen Bogen. Ich habe überlegt, dass wir hier mal nicht versuchen, dass es das Gebiet hier mit der Straßenbahn anzuschließen. Komplett. Hier einmal nach außen und in der Mitte einmal zurück dann. Müssen wir. Und die führen wir dann hier rüber auf die andere Seite. Straßenbahn. Genau. Bis zum Bahnhof. Und hier brauchen wir dann noch eine Wendemöglichkeit für die Straßenbahn. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Das kriegen wir besser hin. Genau so. Zack und zack. Hier einmal quer lang.
So, brauchen wir noch eine Wasserverbindung. Die finden wir hier. Strom in der Nähe haben wir da. Das passt. Hier ist ja auch eine Stromleitung in der Mitte. Lassen wir hier ruhig ein bisschen Lücke. Mut zur Lücke, würde ich sagen. Schließen wir schon mal die Straßenbahn an. Laden wir das schon mal. Ich würde sagen, das Straßenbahn-Depot ist die Straßenbahn. Die kommt hier irgendwie mit ran. Ja, ist ziemlich groß. Ja. Ja, das passt schon so. Bisschen außerhalb, nicht ganz so im Weg. Und dann bauen wir mal unsere Straßenbahn hier hin. Straßenbahnstation. Fangen wir hier an. Einmal bis hier, zieht hier durch, biegt hier ab, hier rum, und hier wieder zurück, würde ich sagen. So. Dann hier an dem Bahnhof und dann hier anschließen. Ich glaube, das geht sich ganz gut aus. Müssen wir nur hier haben wir die eine gelbe Linie. Machen wir hier so eine kleine Straße hier an der Seite. Dass sie da reinfahren können zum Wenden. Da haben die schon selbst hingekriegt. Perfekt, würde ich sagen. So, Grundversorgung haben wir gelegt. Lassen wir schon mal ein paar einziehen. Gewerbegebiet, zack, zack, zack. Schon mal das, ein Krankenhaus. Dann nehmen wir hier das Kinderkrankenhaus. Das setzen wir hier mal so hin. Die kleine Kirche hier mit Friedhof. So, hier in die Mitte. Eine Recyclingstation, nehmen wir hier so einen kleinen, so einen Tick außerhalb, aber auf die Seite am besten, genau zur Unterstützung. Allgemein könnten wir aber die Recyclingstation ein bisschen ausbauen. Bauen wir hier einfach noch daneben eine. Hoffen wir, dass mal die Müllverbrennung dadurch ein bisschen runtergeht. Strom können wir uns doch leisten, ein Solarkraftwerk. Setzen wir das neben die Kläranlagen. 160 Megawatt sollten ja ein bisschen was auch ein bisschen was schaffen. Ich glaube, wir müssen dann noch die Straße ein bisschen optimieren. Thank you.
ganz schöner Verkehr bei uns. Geht sich das hier langsam aus? Naja, irgendwas fehlt hier noch. Versuchen wir mal hier. Ich glaube, hier müssen wir eventuell ein Gebäude abreißen. Um den Kreisverkehr an sich ein bisschen zu entlasten. Die Ampel müssen wir da irgendwie wegkriegen. Bisschen Optimierung, drei Spuren. Die geradeaus, die geradeaus, die Abbieger. Zack, zack, zack. Die Linksabbieger, für die Linksabbieger, und die müssen dann hier rumfahren. Ich hoffe, das geht sich ein bisschen aus. Ja, sieht da schon besser aus. Ein abgebranntes Gebäude. Ja, ich will es entfernen. Danke. So, Einwohner haben wir genug. Wir sind. Oh, hier geht die Welt zu Ende. Bisschen Strom. Ein. Können wir noch ein schönes Gebäude hier hinsetzen? Wir haben kein Geld. 69.000. Oh, das Aquarium, das wollen wir ja hinsetzen. Was haben wir hier? Wissenschaftszentrum brauchen wir noch nicht. Schönes Aquarium. Direkt an der mit der Straßenbahn verbinden. Achso. Dann haben wir hier ein bisschen Bürogebäude in der Mitte. Und Gewerbe machen wir dann hier so, dass sich der Strom ein bisschen verteilt. Schon mal. Machen wir ein bisschen schneller, damit wir Geld kriegen. Der produziert auch ein bisschen Strom. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir in dem Park, den müssen wir noch ändern. Wir nennen das die ölige Ruine. Fragt mich nicht warum, das ist jetzt die ölige Ruine. Hier läuft auch noch alles flüssig. Aber ich glaube, wir können das alles ein bisschen optimieren. Ich glaube, hier brauchen wir eine Ampel und die brauchen wir hier überall keine Ampel. Dann machen wir einfach Vorfahrtsschilder hin. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Das müsste sich dann so ausgehen. Dann müsste ich hier noch fixer fahren gehen. Und die, nur die. Und das. Und das.
Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack und zack. Na, hier können wir das leider nicht so machen. Einen müssen wir so machen. Den hier weg. Das ist nur für den. Da könnt ihr hier stehen, ist sich im Weg, würde ich sagen. Dann läuft das hier, glaube ich, auch ganz vernünftig. Sieht ja noch nicht schlecht aus, was wir hier tun. Geld haben wir jetzt auch wieder. Das ist super, super. Wie sieht es mit Wasser aus? Optimal. Verbrennungsstatus ist auch besser geworden. Feuersicherheit. Dass wir hier noch ein Feuerturm sind und hier so ein bisschen, damit uns der Wald nicht abfackelt. Also, welche Polizeistation nehmen wir hier? Ich würde sagen, das nehmen wir schon, das große. Das wird ein größeres Viertel, da lohnt sich das schon. Machen wir hier ein bisschen am Eingang und noch eine Feuerwehrstation, die lokale Feuerstation. Stellen wir die da mal hinten so ein bisschen hin. Krankenhaus haben wir. Polizei. Und ein Gefängnis brauchen wir noch. Das kommt aber als nächstes. Aquarium haben wir. Stellen wir noch. Eine Schule bräuchten wir noch. Wie sieht es überhaupt aus mit der Schule? Oberschule und Grundschule bräuchten wir. Machen wir hier eine kleine Grundschule hin und eine Oberschule. Haben wir da noch irgendwas Spezielles? Dies für die Oberschule. 2500 Leute. Hier direkt am Wasser gelegen. Und da sind wir schon so gut wie pleite. Im japanischen Garten hier noch irgendwo reinsetzen. Der sieht japanisch aus, würde ich sagen. Da kommt auch schon die Straßenbahn. Wie viele Stationen haben wir? Da haben wir eine. Okay. Wir könnten auch so eine Rundstraßenbahn bauen, die hier einmal rumgeht. Ich glaube, das wird sich auch noch ganz gut machen. Die hier haben wir, da. Da wir nur wollen, dass hier Straßenbahn fährt, machen wir ja folgendes: Fahrzeugbeschränkung hier, das weg, das weg, das weg, das weg. Na, das nur so und SOS höchstens. Die anderen können alle woanders lang fahren, genau wie hier. So, 6. Haben wir hier doch von? Nee, haben wir leider nicht.
brauchen wir hier so eine große Straße, ist die Frage. Oder wir führen die woanders lang. Hier und dann hier zurück. Machen wir das so. Würdest du sagen, dass wir so verfahren? Zack. Die Fahrzeugbeschränkung. Zack, 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 zack. Damit hier keiner auf blöde Ideen kommt, dann verbessern wir sie hier auch rüber. So, doppelspurige wieder. Hier, genau. So, die Straße dann. Wir müssen dahin. Ich möchte ungern durch den Kreisverkehr, weil der gerade so flüssig läuft. So, hier rum, dann können wir da rum, oder? Das wird ein ziemlicher Umweg, aber es macht Sinn. Ja, wenn das kein Umweg ist, also Straßenbahn, Straßenbahn, da. Die hält auch an der Station, geht hier lang. Also. Gut, fangen wir hier an. Neue Linie. Hier lang. Zack. 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 Da steht zwar noch nichts, aber das wird sich noch ändern. Direkt am Bahnhof. In dem Bahnhof auch. Ein Stück laufen. Kriegen wir aber hin. Dann hier durch. Dann hier. Zack.
Da fehlt noch ein Stück. Oh, da fehlt noch ein Stück. Nee, das war auch gar nicht so einfach. Hier. Und nein. So. Ja. Ja. Hier beim Bus. Hier beim Bus. Hier nochmal. Hier beim Bus. Hier nochmal. Hier nochmal. Und hier nochmal. Zack. Mit einmal direkt in die andere Richtung. Rote, da, da und ist hier keine mehr? Da ist noch eine. Zack, zack. Ah, die kommen nicht. Hier. 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 Das ist eine Einbahnstraße. Super. Nee, 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 nee. Haben wir die auch wieder zur Einbahnstraße gemacht? Natürlich. Hier aber nicht, okay. Hier, hier. So, jetzt den Überblick behalten. So, genau. Hier wieder. Hier. Hier. Zack. 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 So, und hier anschließen. Die machen wir grün. Hellgrün, das sieht super aus. Obwohl, ganz optimal ist sie noch nicht. Ja, nein. Ja, passt schon so. So, da haben wir jetzt um die Straßen mal gekommen, diese Runde. An die 32.000 Einwohner sind wir nicht näher gekommen. Aber das machen wir auch beim nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Corvinius. Man sieht sich. Tüdelü.